Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Wir sind jetzt immer noch auf der Weltkarte, aber wollen jetzt in die erste Welt reisen. Und zwar Palast der Träume. Ich glaube, das ist die Welt von Cinderella. Genau. Und uns erwarten gleich wieder Cutscenes, würde ich mal sagen. Und Aqua fühlt sich, denke ich mal, wohl in dieser Welt. Laut ihrem Gesichtsausdrucks. Aqua. Terra. Terra. Ven ran away from home. What? I think he left to go find you. Do you have any idea why? No. Actually, just before I left, he tried to tell me something. I should have listened to what he had to say. Oh. So, did you manage to locate Master Zaynort? No, but it seems he's looking for pure hearts filled with light. Pure hearts filled with light? All I can tell you is that his search hasn't taken him here. All right. I'll stay and see if I can find more clues. Okay. The prince is in the ballroom ahead. He might have some answers. Thanks. Aqua. You still have the same dream? Well, yes. There's this girl here. Her name is Cinderella. Ah, ich wusste es. She made me realize how powerful it is just to believe. No matter how impossible things seem, a powerful enough dream will always be enough to light the darkness. If you see her, give her my thanks. Will do. He'll be all right. You won't give into it. So, hier haben wir einen Heiltrank her. Feuerwerkssticker. Da ist auch noch eine Truhe. Öffnen wir die mal. Donnerwetter. Nice. Oh Junge, Junge, Donnerwetter. Erstmal kurz einen auf Goofy machen. Correctly, that is Lady Tremaine, and those are her daughters. There was something very wrong about them. You came back. Huh? Oh, my apologies. I was mistaken. Your Highness, I found this on the palace stairs. A glass slipper. One dropped by a lovely young lady, and I'll search far and wide to find the maiden to whom this belongs. You will. Of course, Your Highness. After all, you finally found someone whom you wish to marry. Upon hearing that happy news, your father, the king, has decreed that a quest shall begin immediately throughout the kingdom. And I will start with the closest residence, that of Lady Tremaine. Okay. Lady Tremaine. I'd better pay her a visit.
So, wir bekommen die Karte so. Ich wollte die schon suchen, wie ein Verrückter. Aber es ist ja gut, dass wir die so bekommen. Und hier sind ein paar Unversierte. Die verhauen wir mal kurz. Hallo, kommst du mal raus? Digga, hör auf mit mir zu spielen. So. Alter, ihr seid ja überall. Durch die anderen Kammer noch lieber, die andere Kammer hier noch lieber erkunden, ne? Ja, okay, darf ich nicht. So, dann gehen wir mal, was sollten wir zum Gefängnis? Stand da gerade Gefängnis? Ihr seid hier überall. Hallo. Digga, auf mit mir zu spielen, Alter. Irgendwann ist genug. Weg mit dem Fettkloß. Alter, es werden ja immer mehr von euch. Aber gut, jetzt machen wir noch fertig wegen Level und so. Weil danach werden wir euch ignorieren, ganz ehrlich. Wenn ihr immer mehr werdet, jetzt noch zwei Stiefel. Ah, der ist jetzt in dieser Schutzform. In seinem Panzer, in seinem Schubpanzer, würde ich mal sagen. Aber dann haben wir den Unversierten auch noch erledigt. Und es kommen immer mehr. So, also auf dich habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ich hau ab. Irgendwann ist auch genug. Alter, das sieht aus wie beim Beast, der Eingang. Ich möchte kurz die Truhe aufmachen. Gleich komme ich zu dir, Herr Unversierter. Oder auch nicht. Speichern wir mal kurz. Okay, da kommen wir noch nicht ran. Wo waren die anderen? Verfehlt. Ja, nimm das, Digga. Nimm das, Alter. Nimm das. Digga. Der Ort ist vollkommen verseucht von den Dingern.
Knock is so nice. Okay, irgendjemand. Du bist es. Du bist der Feuerheini. So, der Feuerheini. Jetzt bist du auch noch zerstört. Auch jetzt kommt noch Digimon. Digga. Warum ist der Ort so unversiert und verseucht? Okay, ich hau jetzt lieber ab, bevor ich hier einfach kapiere. Nee, von da kamen wir ja gerade. Weg hier, weg hier, weg hier. Ja, das meine ich. Jetzt schon wieder verdrückt wegen Dingens öffnen. Oh, das war ein Gegner. Es war ein Gegner. Es war einfach ein fucking Gegner. Haben wir eigentlich schon Items? Wie war das nochmal mit den Potions und so? Kommandodex. Jojo, chill, chill, alles gut. Deckverwaltung. Ja, nice. Okay. Wie ging denn das nochmal? Ja gut, dann können wir uns jetzt halt noch nicht heilen. Wir haben auch noch nicht so viel Platz. Nur 3 Slots halt. Aber ich kaufe mal bei den guten Duty erstmal trotzdem ein paar Potions. Oder Heiltränke, wie es jetzt in dem Game heißt. 2 Stück können wir kaufen. Na nice. Ja, richtig toll. Ja, dann warten wir halt, bis ein Slot frei wird. Weil das ganze Zeug ist eigentlich relativ nützlich. Also die Magie und der eine Angriff. Quite so. May I present my daughters, Grisella and Anastasia? As I feared, there is darkness here. Wait! It's dangerous to fight the darkness with light, my dear. Who are you? Cinderella's fairy godmother. I appear to those who believe that dreams come true. Then I'm honored. But why would you advise me not to fight darkness with light? Strong rays of sun create dark shadows. Sadly, Lady Tremaine and both her daughters are jealous of Cinderella's charm and beauty, qualities that appear to you as light. Jealousy is darkness. Light and dark go hand in hand. You can't have one without the other. Then, what should I do? It's quite simple, dear. One of Cinderella's friends is trying very hard to keep her light from fading. I want you to join little Jacques and help him. I can do that. You'll need a bit of my magic to help, Jacques. Come back and see me when you're ready. Was war jetzt die Mission? Ich hab mal wieder nicht aufgepasst. Ja, verwandle mich. Verwandle mich in einen kleinen Schmetterling. Mibbidi boppidi boppidi boo! Das ist aber kein Schmetterling. Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf Schmetterling kam. Achso, ich bin jetzt winzig, ja klar. Are you okay? Cinderella, step muddy like a runner.
But tell me how you know about Ven. As a friend, good friend. Ven that help a Jack fix a Flinderelli to rest. And where is he now? Look up a friend. Other friend. I see. Ven, you must have just missed Terra. I can't understand why. It always fit perfectly before. Quite enough of this. The next young lady, please. Oh no, hear that? Gotta flurry. Flinderelli gotta try that flipper. Come on, flurry. No. I said gotta flurry. It's all right. Leave this to me. Jack, don't lose that key. Digga, die Welt ist ganz schön verseucht mit diesen Dingern. Bin ich mal ganz ehrlich so. Oh oh. Die Ratte wird da attackiert. Kommst du jetzt mal? Ach so. Ja, ich muss dir mal wieder Bescheid sagen, dass wir im Ziel sind. Wir stehen daneben, ich wundere mich, was ist hier los? Er steht da noch rum. Nee, du musst einmal Burst by Sleep Bescheid sagen, dass ihr im Ziel seid. Aqua ist eine kleine Dame, die zählt nicht. Quatsch. Und der Zauber wirkt nicht mehr. Mhm. Wer bist du? At the palace. Unfortunately, you are not the young lady the prince is looking for. But I am a girl. I should at least be given a chance to try it on. Who are you? And what are you doing in my house? She's probably here to rob us. Mother, do something! That girl does not live here. Wahrscheinlich gibt mir euer Geld. Two daughters. I believe we're finished here, Your Grace. Regardless, she means no harm. Here you are, my dear. Jack, hurry. Your Grace. Hurry up. May I try it on? Da ist Cinderella. Cinderella ist im deutschen Aschenputtel, wa? She's just an imaginative child. Orders were every maiden. You should let her go first. Thank you. I actually want to thank you for teaching Terra he needs to keep believing. Oh. Och nö, was ist das für eine Stiefmutter, Alter? What will I do? Please, don't worry. You see, I have the other slipper. Was für ein Dude, Alter. Der Glasschuh!
perfect fit. I must inform the prince immediately. You will come with me, of course. I'd be happy to. It's not fair! She's a scullery maid! Mother! Are you just going to let them leave? No. Cinderella will be put in her place. What's that? What happened? Where is Cinderella? She was attacked by a creature, a monster in the forest. A monster? Ein Monster? Nochmal kurz helfen. Ach, die komische Kutsche. Besiegen wir die unversierten Kutsche. Richtig. Alter, wir haben nichts zum Heilen. Mies. Ja, wir müssen uns von was verabschieden. Ich hätte auch blocken können. Geht mal wieder gut los. Ich ersetze mal jetzt kurz die Magie. Alter, bin ich dumm. Das war schlecht gesetzt. Ich habe nicht daran gedacht, dass es für alle Slots gleich gilt. Okay, es ist doch schlauer zu blocken. Ne. Nein, spuck mich wieder aus, Digga. So einer bist du also. Greif mich an, Mann. So.
your heart filled with light? It's strange. The master taught me darkness needs to be destroyed. But how, if not with light? Oh, my dear, you're too young to know. Experience more things, and you'll find the answer. Just trust in your dreams. Wir können jetzt einen Dimensionslink zu Cinderella machen. Punkt Mitternacht. Neues Schwert, neues Keyblade. Und die Welt ist auch schon nach einer halben Stunde fertig. Ja, das war's dann mit dem Part. Ich würde sagen, pro Part jetzt eine Welt. Danach kommt die Schneewittchenwelt. Genau, ich dachte schon, ich sag was Falsches. Oder wir gehen halt in die Welt. Mal gucken, was wir machen. Aber fürs Erste war's das erstmal. Würde mich echt für ein Like, über ein Like freuen. Über ein Abo. Alles drum und dran. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß noch heute. Schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video seht. Haut da rein und ciao.